Ja, ich bin voll baff, ey. Ja. Ich hab so viel Mittag gegessen. Vielleicht. Kann ich echt beschissen. Geht's denen gut? Ich verbinde mich mal mit denen. Nein, nein. Okay, hat die Verbindung. Alter, wär mal friedlich. Daniel wird sofort eifersüchtig. Man hört sofort ein metallisches Geräusch in seinem Schritt. Tactical Nuke incoming! Mein Gott! Ich finde die Explosion so geil. Warum hatten bei dir alles so eine hohe Feuerkraft, ey? Meine Fresse. Werwolf? Okay. Ey, der kämpft schon einer dagegen, Daniel. Ich komme. Das sieht doch nicht aus, als würde er das schaffen. Der ist Level 160. Er tut den Pfeffer prügeln, ey. Ich zeig ihm das Paket und. Er hat ihn provoziert. Der geht gar nicht von dem weg, ey. Und der ist tot. Alter! Ich weiß gar nicht, wer davon Gegner sind und wer nicht, ey. Hier sind so viele Wölfe am Umladen. Ja toll, jetzt kommt noch Antivirus. Oh Gott. Oh, Himmel. Okay, abgeschlossen. Ich bin gerade noch gestorben, ey. Ich hätte lieber gemacht, dass wir das nur zu zweit machen. Ja. Ja, das ist überhaupt nicht auffällig. Nur wenn du schreist. Wo sind die beiden Rekruten? Das sind die mit dem Band. Das sind siamesische Zwillinge. Stell dir mal vor, wir sind irgendwie so in so einer Gruppe von so Leuten. Da sind irgendwie so 20 Leute und da sind nur so zwei Leute, die so ein Band verbinden. In der Realwelt oder von dem Spiel? Ja. Wir sind die Brüder, Daniel, nur noch enger. Genau. Und du musst es nicht mal dein Eisenhemd hochmachen. Ist das ein Tag, was ich reite auf dem Dieb? Versteckt euch mal, bis Jan auftaucht. Ja. Hat auch noch Geräusche. Ja, ich weiß, das ist überhaupt nicht auffällig. So, ich verstecke mich hier, du da. Und dann sieht man einfach nur so ein Band, dazwischen die beiden Felsen geht. Ja, ist da so. Hm. Den sollen wir folgen. Pass auf, nicht da die Katze mit dem Band spielt. Die beißt da so gleich rein und dann gibt er ein Gewicht. Oh Gott, der hat sich umgedreht. Nicht. Jetzt rennt er. Ja, ja. Hinterher. Nein! Boah, wir hören die von hier aus. Ich habe das Gefühl, mir folgt jemand. Du sollst wirklich zur Natur gehören. Halt dich fest. Ich bleib verstehen. Ich gehe wenigstens bis Nord durch. Ich hab einen Bart. Solange dort niemand herumschnüffelt, gibt es kein Problem. Hi! Wir gehen einfach an uns vorbei. Hm.
Was? Der ist mitten in dir drin verschwunden. Ja, das ist natürlich Teil des Bands. Der ist einfach nur so in dich hineingelaufen, dann war er weg. Ich hab's gesehen. Ist jetzt Teil des Bands dann. Ich dachte erst, der wird genau dazwischen laufen, wie so eine. Wie bei so einem Rennen irgendwie. Boah, der wird gegen das Band gegenlaufen, wie so eine Barrikade. Knallt er so dagegen und fliegt zu Boden. Ja. Ja, der müsste. Warum ist das nicht so? Warum kann das Band nicht irgendwie so Schaden machen, wenn wir irgendwie so Gegner so damit einkreisen? Der zum Boden. Dann ziehen wir dem die Beine mit weg. Wir haben irgendwie viel zu viel Spaß mit dem Ding. Ja, klar. Oh Gott, dann ist schon wieder unsichtbar. Aua! Ihr könnt euch gleich zu den anderen Leichen da drin legen. Ihr kommt zu spät. Ihr werdet Fildgors Pläne niemals vereiteln. Und Daniel hat seine Verkleidung verloren. Denk du, was anderes ansteht. Ja, ich habe meine Verkleidung verloren. Die hast du schon vorhin verloren, Daniel. Ich kann ja auch gar nicht mal ausrüsten. Ja, das ist doch normal. Ich übernehme jetzt die Befragungen. So, ich lauf so rum. Ja, das fällt überhaupt nicht auf. Okay, ich tu dich mal binden. Dann sehe ich echt aus wie so ein Haustier. Ich führe meinen Goblin spazieren. Los, führ mich die Treppe rauf. Ja, braver Junge, los. Schneller, du Schwein. Du Schwein. Das ist mein Bombenspürschwein. Kannst nicht lesen. Du machst auch noch Geräusche, ey. Du bist voll unsichtbar. Wir können diesen Krieg auch allein gewinnen. Euer Onkel Fildgur hat sich mit dem Sturmfaust-Clan und den Orks verbündet, mein Prinz. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Ihr müsst euch bei den Gesandten entschuldigen und sie wieder an den Tisch bekommen, bevor diese Kluft noch wächst. Von mir aus kann der Pakt zerbrechen und fallen. Wir brauchen niemanden außer uns selbst. Ihr werdet alt und schwach, Harvald, wie mein Vater. Diese Unterhaltung ist beendet. Ja, kommt auf jeden Fall ins Intro. Meine Fresse. Der Prinz und ihr könnt, und das ist, was er halt. Guck mal, der da. Ja. Der ist auch nackt. Mein Gott, ist der klein. Wenn ich schon groß im Vergleich zu dem aussehe. Der Prinz schert sich nicht um. Oh, sieht voll creepy irgendwie aus. Ja, irgendwie schon. Jorun, was? Ja, guck mal, wir sind jetzt, stehen jetzt voll. Ja, super. Jetzt sind wir wirklich Zwillinge. Wir haben keinen Körper. Wir haben drei Beine. Ja, irgendwie schon. Und wir leuchten. Das sieht echt beschissen aus. Jetzt geht der einfach, ey! Ja, er hat auseinander geschoben. Ja, bei mir hat er uns noch weiter ineinander geschoben. Jetzt hast du irgendwie, ja, jetzt kommt irgendwie mein Bein aus deinem Schritt raus. Oh Gott. Wieso kannst du denn jetzt von oben? Das Dach einfach runtergerutscht. So. Das sah merkwürdig aus. Seid ihr irre? Ich so ein Lord oder so? Von Feinden umzingelt. Ja. Die großen bösen Sturmfäuste warten draußen. Dann sollten wir wohl.
wohl besser nach oben gehen, damit ich euch angemessen beschützen kann. Oh Gott, die gehen ins Bett. Manchmal verliere ich wirklich den Glauben an meine Umwelt. Den umgebracht? Vielleicht sollten wir nach oben gehen. Fenster sind eine Wunde. Ich habe hier, ich glaube zwar. Ich glaube, die will mit uns nach oben gehen. Ich gehe mit dir nach oben, Daniel. Boah. Ja, wir haben ja das Band, was du spürst, spür ich auch. Oder du kannst mit ihr nach oben gehen und ich empfinde dasselbe, ohne einen Fingerkrumm zu machen. Ne? Daniel rackert sich ab, ich mach gar nichts. Also, so wie Mächtli. Was soll denn das heißen? Bist du irgendwie unzufrieden mit deiner Position, Daniel? Muss ich eingreifen? Was ist denn das für ein Satan-Ding? Natürlich, im Arsch von der Statue ist noch ein Schlüssel.